Also das allererste war ja die Planung des Atomkraftwerks in Langendorf. Ne? Und da hatten sie verhältnismäßig, sagen wir mal, einen günstigen Boden, auf den dieses Ansinnen gefallen ist, weil ein kleines Dorf, Bauern, die Bauern waren verarmt damals, ohnehin eine total konservative Bevölkerung, seinerzeit noch DP, die CDU war ja sozusagen eine Nachfolgerin, die ist erst viel später gekommen, hat also die alten DP-Bauern mit aufgenommen. Und ein Atomkraftwerk, das sollte ja außerdeis gebaut werden Richtung Elbe. Das heißt, die Wiesen waren versauert, nichts wert und von daher eine günstige Gelegenheit, eventuell ein paar Mark zu verdienen. Um die zu verkaufen? Um sie zu verkaufen, beim Verkauf, ja. Und dann ein Pastor, der sich später also total bekehrt hat, das hat also bis Gorleben hat's gedauert bei ihm, und der es dann auch also entschuldigt hat, das tut ihm also heute noch leid, und er hat bestimmt viele schlaflose Nächte gehabt über seine Haltung. Er war jung, er sagt, ich war eigentlich technikfreundlich gesehen, ich habe gesehen, wie arm unsere Bauern sind, und von daher war er ganz vehement dafür. Ne? Und ich habe daraus den Schluss gezogen, wäre es damals vielleicht nicht so leicht über die Bühne gegangen, hätten sie unter Umständen auch nicht gewagt, nach der Blamage an den anderen Standorten sich hier so festzusetzen. Wobei meines Erachtens, und davon bin ich ziemlich überzeugt, hat weniger die Bezirksregierung eine Rolle gespielt, sondern hier unsere heimischen Politiker. Inwiefern? Ja, inwiefern, weil sie halt auch was für gut gedacht, auch was für den Landkreis tun wollten. Das ist wunderbar dokumentiert in dem Buch von unserem ehemaligen Oberkreisdirektor Bockendorf. Aus welchen Gründen sie das gemacht haben, können die durchaus nachvollziehbar sind, weil wir keine Industrie hatten. Und jetzt kommt da so ein Brocken und bringt uns viel Geld. Wir haben das Land, wir haben wenig Leute, die da wohnen. Der Graf wird schon, denn der Wald war ja zu großen Teilen 75 abgebrannt. Er musste also aufforsten, brauchte das Geld und war CDU-Mitglied. Und von daher gehe ich davon aus, dass man sich versprochen hat, so sagen wir mal, ein leichtes Terrain zu haben.